Die russische Weihnachtsrevue Iwuschka zu Gast in der Gießener Kongresshalle. Iwuschka, zu Deutsch Weidenbäumchen, das ist das 40-köpfige Ensemble, das als Gesamtkunstwerk aus Musik und Tanz von stiller Wehmut bis hin zu ausgelassener Fröhlichkeit in slawische Folklore eingebunden zu einer Reise in die Zarenzeit einlädt. Die Truppe, die seit 45 Jahren besteht, besticht in allen Bereichen ihrer Darbietung durch präzise künstlerische Leistung auf höchstem Niveau, abgestimmt zwischen gesanglicher Darbietung, musikalischer Solo- und Gruppendarbietung bis hin zu hochästhetischen und artistischen Tanzdarbietungen. Die weihnachtliche Märchenreise, die das begeisterte Publikum der Kongresshalle bis in die mongolische Steppe führte, präsentierte sich als breit gefächerter Stimmungsreigen von der Traurigkeit der russischen Seele fernab der Heimat über die ausgelassenen Wodka-Seligkeiten an den Ufern der Wolga bis hin zur Komik eines Balalaika-spielenden Tanzbären. Und zwischendurch immer wieder diese einzigartig artistische Biegsamkeit und tänzerische Perfektion, ganz dem Ensemblenamen Weidenbäumchen verpflichtet und um Väterchen Frost die kalte Schulter zu zeigen.